Voll. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Den werden wir auch noch fangen. Gehen wir erstmal hier in den Randbereich zu den Igeln. Donnerpalm und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Palm! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Okay, er hat sich in die Höhle verzogen. So, gehen wir mal hier hin. Und dann können wir nämlich hier den Brief abgeben. Post ist da. Danke. Keine Ursache. So viel dazu. Puh, wer hat das gesagt? Enger kleiner Tunnel zwischen Wurzeln. Untersuchen. Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Aber mit was? Wir haben leider nichts dabei. Gehen wir mal weiter Pakete verteilen. Den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei! Jetzt ist er schon wieder entwischt. Den Weg versperren, das werden wir wohl später lösen. Geben wir erstmal das Paket hier Herrn Kirchenmaus. Oh, danke. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselesisch über Nacht auf 30 Kassetten. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Schade. Na gut, gehen wir wieder in die Stadtmitte. Und verteilen den letzten Brief. Danach geben wir Ursula ab. So, hier der letzte Brief des Zuhörers. Eilzustellung an Herrn Gräber. Ha, das ist mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und wundervoll rauchige Stimmen, intellektuelle Beiträge, Käsekuchen. Hui. Fanbrief? Na, aber was für ein Fan. Als Dank für deine Auslieferung gebe ich dir ein schönes Werbegeschenk. Nimm diesen wundervollen Becher. Sage mit Stolz, ich höre Wellesumpf 103.5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Vielen Dank. So, die Post wäre ausgetragen. Ursula, du hast ja alles durcheinander gebracht. Mal wieder. Wer könnte ihr schon lange böse sein? So, nehmen wir die Kaffeetasse. Und füllen Sie an der Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Aber du weißt ja schon, wem du das geben kannst. Aber zuvor gehen wir ins Rathaus.
Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht Uhu. Es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Danke, Maki. Ach, das war doch nichts Besonderes. Errungenschaft, cool. Zurück zu Hause. So, bringen wir mal unserem Freund am Hasenbau einen Kaffee. Ach, hier unser Kobold wieder. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Ja, den kriegen wir auch noch. Mein Kaffee ist abgekühlt. Das macht überhaupt nichts. Wir können ihm bestimmt auch kalten Kaffee andrehen. Kaffee ist Kaffee. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Gute Idee. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Na schön. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Ich glaube, er kommt definitiv zu spät zur Arbeit. So, achso, hier können wir ja Hilfe. Haben wir hier irgendwo die Karte? Egal. Was können wir denn noch tun? Wie könnten wir hier vielleicht mit dem Wurfanker den irgendwie... Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. ...befestigen? Nein? Okay. Ach hier, eine harte Hake. Ich glaube, so könnten wir ihn kriegen. Fiese Idee, aber könnte klappen. Gut, dann jagen wir ihn mal eine Runde. Das glaubst auch nur du. So, Tunnel hinter das Rathaus. Und dann lassen wir ihn schön in die Hake laufen. Und ich hoffe, dann kriegen wir das Werkzeug für die Igelbrüder. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei! Jetzt ist er schon wieder entwischt. Das macht nichts. Wir kriegen ihn. So, hier lang und hier lang. Und dann mal schauen, was wir von ihm erhalten. Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Da ist er ja. Aua! Das hat gesessen. Ist ja egal, aber wir kriegen hier dafür unsere kompletten Utensilien, die wir zum Boot bauen brauchen. Plus die Hake. Ach nein, die stellt er wieder hin.
So, nimm das Werkzeug. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wieder zu bekommen. Das glaube ich auch. Donnerbalg und Flings! Lass mich in Ruhe! Ja. Dich brauchen wir ja nicht mehr. Hier, Werkzeug. Igel. Ich habe euer Werkzeug. Super. Aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Ich soll machen, dass er weggeht? Wie soll ich das denn machen? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Na gut, ja, das ist die Frage. Wie kann ich den davon abhalten? Da ist der Wieb. Sie jagen den Pfeil. Mit ihm reden scheint ja nicht zu funktionieren. Jetzt ist er schon. Was könnten wir denn mit einem Nagel tun? Weiß ich gerade nicht. Aber wir könnten mal probieren, hier den zweiten Portalbaum zu aktivieren. Das wäre doch auch mal was. Obwohl, Moment. Mir fällt gerade ein, wir könnten doch eigentlich bei den Kirchenmäusen was kaufen. Wir haben ja einen Laubtaler. Hier. Herr Kirchenmaus. Ein Laubtaler? Das ist aber nicht genug, um mit uns ins Geschäft zu kommen. Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Schade. Ich dachte, ich krieg irgendeinen Matschkuchen oder so dafür. Naja, kaufen wir uns vielleicht von dem Laubtaler den Blausaft. Das wäre ja auch eine Idee. Fahrt durch die Felder. So, du stehst immer noch hier rum. Dein Fahrrad können wir leider nicht abtauen. Ach, hier brauchen wir auch zwei Laubtaler. Das ist dann ein bisschen doof. Ich habe nur einen Laubtaler. Aber der Saft kostet zwei. Und wer weiß, wenn ich den reinwerfe, kommt er vielleicht nicht wieder raus. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Also gut, dann reden wir doch mal hier. Mit unserem Fröschlein. Wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuer. Das bin ich. Aber Gerüchte verbreiten. Ich hoffe, die. Mein Fahrrad ist nett, die brennen wie... Tja, damit können wir wohl... Ich muss leider... So, nicht viel machen. Im Wald war ja auch nichts mehr, oder? Unten kommen wir nicht rein.